So, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Skyrim. Mein Name ist Markus Mein und ich begrüße euch hier ganz herzlich zu einer neuen Aufnahmesession. Und ich habe jetzt noch keine Mission hier von den verschiedenen ausgewählt. Es gibt ja, wir können ja die Hauptmission folgen, aber wir können erstmal auch mal hier, können ja zum Beispiel dieses Buch zurückbringen, ja. Überbringe das Buch, Urak, Groschub. Okay, das machen wir. Ansonsten sehe ich nämlich hier, haben wir auch noch mal eine. Die können wir mal entfernen, diese Missionen da. So, dann wird das nicht so verwirrend sein. So, und das wäre wo? Hier, in Akademie der Winterfeste. Schnellreise? Natürlich machen wir die Schnellreise dahin, du. So, wir sind in der Akademie Winterfeste. Akademie Winterfeste. Jetzt gucken wir mal in der Karte. L. Da, da, da. Da vorne ist er doch. Ich kann mich erinnern, dass ich das letzte Mal, also nicht das letzte Mal, vor einigen Videos schon mal hier gewesen bin. Und es ging um dieses Buch und ich habe es, glaube ich, gefunden. So, warte mal. Hallo. Ich glaube, an der Akademie ist es Zeit für einen Führungswechsel. Ja. Schön, dass du daran glaubst. Es ist kein Geheimnis, dass der Ruf der Akademie in Himmelsrand befleckt ist. Ich hab die schon alle jetzt durch. Jetzt gehen wir mal da rein. So. Wo ist denn der Typ hin? Ich denke über viele wichtige Dinge nach. Eure Angelegenheiten gehören nicht dazu. Schön. Sasargo wird überall hingehen, um mehr zu lernen. Ihr seid wohl sehr aufgeregt, ja. Sasargo hofft, hier auf Dinge zu stoßen, die ihn zu einem mächtigeren Magier machen. Hoffentlich kleine Dinge, die in Taschen hineinpassen und bei denen nicht auffällt, wenn sie fehlen. Gut, hier. Die Nord trauen weder der Magie noch denen, die sie anwenden. Das war als Kind schon recht schwierig für mich. Bis zum nächsten Mal. Khajiit sind nächsten nicht Mal. Das Magier bekannt. Cesargo muss also einiges unter Beweis. So, da haben wir es doch darüber. Wo ist er denn? Der muss ja irgendwo hier sein. Da ist er doch. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? Ja, ja. Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung. Ihr scheint noch in einem Stück zu sein. Und noch viel wichtiger, das Buch ist es auch. Danke. Natürlich. Warte mal, liebe Leute, kurze Pause. Einen Moment. Habe ich aber. Wartet mal, liebe Leute, einen Moment. Ich müsste da mal kurz Pause machen hier. Ja, ich weiß gar nicht mal, wie die Pause funktioniert. So, ist ja auch egal jetzt. Bis zum nächsten Mal. Nee, warte mal. Wenn ihr ein Buch braucht, sprecht mit mir. Bedient euch selbst und ihr werdet erfahren, was echte Schmerzen sind. Es interessiert mich nicht, ob ihr es selbst geschrieben habt. Wenn ihr ein Buch wollt, kommt ihr zu mir. So, gut, wir haben ihm das Buch jetzt abgegeben. So, ich hab's jetzt abgeschlossen. Ich weiß nicht, wie man Pause macht hier. Normalerweise. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? Funktioniert aber nicht, okay. Alles klar. Haben wir das Buch abgegeben? Die Mission ist vollständig. Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung dieser Sammlung geflossen. Sie bleibt so makellos, wie sie jetzt ist. Verstanden.
Ist doch gut, Junge. Der Schlüssel fehlt. Hat er denn noch eine weitere Mission für uns? Neue Bände sind im Arcaneum immer willkommen. Ich nehme, was ich kriegen kann. Jetzt gerade nicht. So, jetzt gucken wir mal, was wir noch für eine Mission haben. Erkunde die Badenakademie. Wir müssen rüber zur Badenakademie. Und die ist wo? Das machen wir aber in dem nächsten Video, würde ich sagen, ne? Oder jetzt? Ne, das machen wir jetzt. Dann haben wir zwei Missionen in einem Video. Können wir veröffentlichen, ja, zwei. So, erkunde die Badenakademie. Warte mal. Das muss ich mir mal aufschreiben. Erkunde die Badenakademie. So. Damit ich weiß, für den Titel später natürlich, ne? So, jetzt gucken wir mal auf der Karte, wo wir hin müssen. Die Badenakademie. Da hinten ist sie doch. Also müssen wir Richtung Einsamkeit. Ich kann nicht von diesem Ort schnell reisen, also muss ich jetzt mal wieder hier raus. Okay. Himmelsrand. Und dann könnte man eigentlich jetzt wieder schnell reisen, oder? So. Jetzt gucken wir mal. Jep. Da geht's schnell darüber. Steckt eure Im Namen des Jahres. Keine Bewegung. Was ist denn hier los? Was? Oh, ich muss Kopfgeld. 1040 Goldstücke. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab, dann könnt ihr wieder gehen. Sobald ihr die Strafe bezahlt habt, versteht sich. 1040 Gold. Das ist doch nicht zu glauben. Wie viel Gold haben sie mir denn weggenommen? Naja. Heißt Edenven sei außer sich vor Zorn. Es gab ein großes Fest in der Talmor-Botschaft und einer der Gäste hat einen verbotenen Bereich betreten. Soll ganz schön Ärger gegeben haben. Ich gebe nichts auf schöne Kleidung. Aber ihr seht so aus, als ob ihr es tätet. Hätte es niemand gewagt, das Fest zu stören. Naja, so. Wir müssen zur Badenakademie. Die Götter gaben euch zwei Hände, die ihr zum Führen eurer Waffe gebraucht. Davor habe ich großen Respekt. Ja, schön. Ihr habt mir gerade 1040 Gold weggenommen. Ist nicht so gerade toll. So, da ist doch die Badenakademie. Sollen wir also mal ein bisschen Musik lernen? Der jüngste Barde an der Badenakademie. Zu euren Diensten. Ich bin Barde von der Badenakademie in Einsamkeit. Mhm. Wanderer wie ihr sollten in Betracht ziehen, sich dort zu bewerben. Ich bin gerade dabei. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Dankeschön. So, dann haben wir mal eine Badenakademie. Und gehen mal da rein. So, hier. Hallo, ja bitte? Willkommen an der Badenakademie. Ich bin hier der Direktor. Wie kann ich euch helfen? Ich möchte mich an der Akademie bewerben. Es ist immer eine Freude, einen angehenden Badenkollegen zu treffen. Prima. Ihr solltet euch dessen bewusst sein, dass sich bei uns viele bewerben, aber nur wenige angenommen werden. Bitte verzeiht, aber wann immer es möglich ist, bitten wir Bewerber, Aufgaben zu erledigen, die in der Akademie anstehen. In diesem Fall habe ich genau das Richtige für einen angehenden Baden. Was soll ich denn tun? Elisef hat die Verbrennung von König Olaf verboten, ein Fest, das von der Badenakademie abgehalten wird. Wir müssen sie umstimmen. Sie davon überzeugen, dass ich König Olafs Vers vorlesen möchte. Einen Teil der Liederedda, der lebendigen Geschichte von Himmelsrand. Leider ist dieser Vers vor langer Zeit verloren gegangen. Und da komme ich dann ins Spiel, ja, oder? Ja, laut Giraud, unserem Geschichtenarchivar, könnte der Teil der Edda, der von König Olaf handelt, sich immer noch in Todmanns Ruhe befinden. Ihr müsst das Gedicht für mich finden. Erkunde die Badenakademie. Finde König Olafs Vers, okay. Warte mal, was wisst ihr über Drachen? Warum hat
Elisiv das Fest verboten. Ich glaube, Giraud hier könnte euch das, sowie auch die Geschichte von König Olafs Vers, erzählen. Ihr solltet mit ihm darüber sprechen. Ja, Moment, ich vertraue darauf, dass ihr mit König Olafs Vers zurückkehren werdet. Wie ihr vielleicht wisst, wurde Elisivs Mann vor kurzem getötet. Elisiv ist in tiefer Trauer um ihren Mann und findet ein Fest, bei dem es um die Verbrennung eines Königsbildnisses geht, nun, geschmacklos. Ich habe versucht, sie davon zu überzeugen, dass das Fest schon viele Jahrhunderte alt ist und Einsamkeit feiert. Aber ich brauche Beweise. Ich glaube, diese Beweise könnte König Olafs Vers erbringen. Bitte verzeiht, aber ihr habt doch an eurem Gedicht über die alten Helden von Himmelsrand gearbeitet, ja? Es wird sicher alles gut. Kommt einfach nicht zu spät. Ich wünsche euch Glück beim Finden des Verses. Ich bin dabei. So. Kurz mal aufschreiben, liebe Leute, nochmal. Check, check, check. Wo ist denn der? Wo ist denn diese Mission? Hä? Hier. Da. Da haben wir es doch. Da sind wir doch gerade vorbei. Hä? Die ist gar nicht hier aufgeführt. Töte den Riesen, bla bla bla. Hä? Finde König Olafs Vers, da oben ist er doch, da. Okay, dann machen wir das, warte mal. Finde König Olaf Vers. Okay, das machen wir dann jetzt. Bra, hallo. Es war mir immer eine Ehre, im Blauen Palast aufzutreten. Der verblichene Fürst war einer meiner größten Verehrer. Das glaube ich dir. Oh, jetzt habe ich die Waffe rausgeholt. Und ihr seht gerade nichts, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, was los ist hier. Warte mal. Ich beende erstmal jetzt die Aufnahme. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.